Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Claudia Oecking hier bei uns haben. Das ist so ein ungewohntes Bild. Wir dürfen endlich mal wieder zu dritt zusammen. Wir haben natürlich Abstand und passen auf, aber man darf mal wieder zu dritt auf der Bühne sitzen, quasi, oder auf unserem Teppich. Und Claudia Oecking ist Director External Affairs bei Philip Morris und Mitglied der Geschäftsführung hier in Deutschland. Und Philip Morris hat eine sehr, sehr spannende Studie gemacht, die den Namen Lebenswirklichkeit trägt. Und wir werden jetzt ein bisschen darüber sprechen, was diese Studie eigentlich aussagt und worum es darin ging. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Claudia. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Erzähl doch mal, wie kam es denn überhaupt zu der Studie und worum geht's darin denn eigentlich wirklich? Der Name verrät ja schon ein bisschen was, aber du weißt ja noch viel, viel mehr darüber. Ja, genau. Wir wollten uns die Lebenswirklichkeit der Menschen in Deutschland anschauen. Warum? Wir sind im Bereich External Affairs an dieser Schnittstelle von Wirtschaft zu Politik und Medien und Gesellschaft. Und deswegen waren wir in den letzten Jahren sehr nah dran, als gefühlt ja was passiert ist. Also so eine Bewegung in der Gesellschaft gab, in Diskussionen, ich möchte jetzt nicht sagen Spaltung, aber auf jeden Fall eine Unruhe, wie wir sie vielleicht 40, 50 Jahre nicht gesehen haben. Und wir wollten dann ein bisschen reinhorchen, weil wir gesagt haben, das ist so fundamental und auch so wichtig für unser Arbeiten. Wir sind ja nicht nur ein Unternehmen, das erfolgreich sein möchte, wirtschaftlich, sondern auch in der Gesellschaft quasi verankert ist und sich fragt, sollte man da nicht eigentlich selbst eine Rolle einnehmen, wenn die Gesellschaft fast ins Wanken gerät? Und insofern wollten wir uns mal genauer anschauen. Wir wollten keine weitere Studie mit die Gesellschaft ist gespalten, sondern wir wollten eher hören, was ist es denn genau, was die Menschen bewegt und was könnte die Politik machen, um vielleicht wieder ein bisschen näher ranzukommen? Oder gibt es überhaupt so eine Diskrepanz? Und deswegen die Studie Lebenswirklichkeit. Spannend. Du hast gerade von der Diskrepanz gesprochen. Was waren denn da so die Kernaussagen, die ihr herausgefunden habt? Ist die Wahrnehmung eine andere als die Wirklichkeit? Wir haben ja hier direkt hinter dir liegt Factfulness von Hans Rosling, der sich ja auch schon mal mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich fand das immer ganz spannend, weil es gibt interessante Texte von ihm, wo er eben auch sagt, ich glaube, er war auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und hat eine Umfrage gemacht zu so ganz basic Themen. Wie hat sich Bildung entwickelt? Wie hat sich Hunger auf der Welt entwickelt? Und all diese Themen. Und die Leute im Publikum haben, egal wen er gefragt hat, haben immer pessimistischer geantwortet, als es tatsächlich war. Und es gibt eine ganz nette Anekdote. Er hat irgendwann mal die gleichen Fragen Affen gestellt. Und Schimpansen haben wirklich mit so Kärtchen, die sie dann hochgehalten haben, im Schnitt besser geantwortet, richtiger geantwortet, als jede menschliche Testgruppe, die er hatte. Habt ihr da eine ähnliche Diskrepanz festgestellt zwischen der echten, zwischen Affen und Menschen? Nee, aber zwischen der Wirklichkeit und den Ergebnissen, die ihr durch die Studie, durch die Befragungen bekommen habt? Also wir haben vor allem eine Diskrepanz in den, ich sag mal, Lebenswelten, die Menschen wahrnehmen. Wir haben ein sehr positives Bild gesehen bei der Frage, wie geht's dir eigentlich selbst? Wie geht's den Menschen in Deutschland? Da sagen sie, uns geht's gut. Mir persönlich, auf meiner Insel, geht's sehr gut und ich bin zufrieden. Und dann gibt es so ein abstraktes da draußen, auch so ein bisschen in die Zukunft gerichtetes. Da ist Ungemach am Horizont. Die Menschen sind sich tatsächlich in großen Teilen sicher, dass es allen anderen schlechter geht als ihnen selbst. Und dass es den Deutschen schlechter geht und auch in Zukunft ihnen schlechter gehen wird. Das heißt, wir sehen da auf der Basis auch so Einigeltendenzen. In meinen vier Wänden, in meinem Lebensraum verstehe ich das alles. Aber da sind wir jetzt beim nächsten Teil dessen, was wir rausbekommen haben. Diese Komplexität ist so, dass ich mich da versuche, so ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Ja, also das heißt, die Leute sehen ihr eigenes Leben positiv. Sie sehen es da draußen als sehr kompliziert und komplex. Sie sehen da große Veränderungen auf sie zukommen. Und der zweite Teil, den wir uns angeschaut haben, war, wie sehen es die Menschen, dass die Politik damit umgeht?
Und auch da gibt es wieder so einen gewissen Widerspruch in den Aussagen. Sie sagen erstmal, es gibt einen Handlungsstau. Wir haben ganz verschiedene Arbeitsbereiche angeschaut, Verbraucherschutz, Digitalisierung und solche Themen. Und die Menschen sagen, ja, da geht's irgendwie überall nicht voran. Bei der Frage, wie man sich aber Politikausgestaltung wünscht, sind sie dann so, dass sie sagen, der Politiker muss ganz klar Haltung einnehmen. Also er muss sehr starke Positionen beziehen. Und gleichzeitig soll er auch kompromissfähig sein. Das heißt, sie adressieren schon, dass es vielleicht schwierig ist, Antworten auf all die vielen Fragen zu bekommen. Und auf der Basis haben wir dann, das so als letzten Teil gesagt, gibt es verschiedene Typen auszumachen. Wie gehen die Menschen eben mit dieser Komplexität um und mit den Erwartungen in der Politik? Und da sehen wir so 60% so in zwei Gruppen, die sagen, ist doch eigentlich alles gut oder ich bin zufrieden und die Politik macht schon. Und dann sehen wir so 40% in drei Gruppen, die eher sagen, nee, ist alles schwierig. Und die wahlweise sagen, ich möchte, dass die Politik jetzt endlich mehr macht. Das sind so ein bisschen die Überforderten, die sagen, es ist alles ganz schlimm und die Politik muss jetzt Macht machen. Dann gibt es so ein bisschen die enttäuschten Radikalen, die sagen, es ist eh alles vorbei und es bringt nichts. Und dann gibt es die, die sich schon so weggeigelt haben. Und die 40%, die machen uns natürlich Sorgen. Ja, vor allem ja auch gerade in der jetzigen Zeit. Wir haben diese Pandemie, die uns alle jeden Tag irgendwie beschäftigt. Und wir haben eine Bundestagswahl, die ja auch ansteht. Und es wird da spannend sein. Ich meine, so Tendenzen wie diesen Rechtsruck, den wir die Jahre vor der Pandemie gesehen haben, auch das Aufkommen der AfD, die ja durchaus ein bisschen verloren hat in dieser Pandemiezeit, glücklicherweise. Wie ist denn deine Prognose, wenn du dir die Zahlen und die Ergebnisse anschaust? Werden wir solche Rechtsruck-Tendenzen zum Beispiel wieder ein bisschen stärker sehen, dann auch zur Bundestagswahl? Oder wie ist da deine Prognose für nächstes Jahr? Oh, hier ganz schwierige Frage. Wahrscheinlich denken sich auch alle Parteienvertreter, wenn ich diese Glaskugel hätte. Was wir tatsächlich ja momentan sehen, und wir hatten quasi, die Studie ist in verschiedenen Teilen, es gab Gruppeninterviews, dann tiefenpsychologische Interviews von dem Rheingold-Institut, das darauf spezialisiert ist. Und dann, um das Ganze repräsentativ abzustützen, gab es dann eben eine quantitative Studie. Und was wir schon gesehen haben, ist das Klassische, was wir auch allgemein wissen. Momentan die an der auf der Regierungsverantwortungsseite sind, die haben momentan sehr großen Zuspruch, weil sie es auch gut managen. Und ich glaube, das ist was wir gerade weltweit sehen, dass wirklich diejenigen, die gerade umsetzen, die machen, die lösen und das am besten nicht populistisch, dass die tatsächlich gewinnen. Insofern momentan würde ich sagen, würde jetzt in den nächsten 2 Monaten Bundestagswahl sein, dann würde es für die Parteien, die sich jetzt hier bewähren konnten, aber auch für die, die eine spannende Oppositionsrolle eingenommen haben, bestimmt ganz gute Ergebnisse sehen. Aber das Superwahljahr, du hast ja angesprochen, wir haben im nächsten Jahr nicht nur Bundestagswahl, sondern wir haben spannende Kommunalwahlen, wir haben verschiedene Landtagswahlen. Dieses eine Jahr kann natürlich auch geprägt sein von Kritik. Und während die Populisten jetzt weltweit gerade zeigen, dass sie im Machen nicht so gut sind, in der Kritik sind sie halt erfahrungsgemäß leider sehr gut. Und deswegen haben sie theoretisch ein Jahr, um das in diesem Sinne zu nutzen. Und deswegen wird es spannend zu sehen, wie eben die demokratischen Parteien schaffen, weiterhin zu erklären, warum sie so und so während der Pandemie jetzt reagiert haben, wie sie jetzt im Zweifel eben auch mit möglichen weiteren Wellen umgehen oder dem weiteren Verlauf der Pandemie, um eben weiterhin sozusagen positiv abschneiden zu können. Wir erleben ja auch seit einigen Jahren, dass alles immer ein bisschen komplexer wird. Wir haben mehr Technologie, wir haben komplexere Lebenswirklichkeiten am Ende des Tages. Und wir haben einfach eine massive Transformation unserer Wirtschaft hin zu einer digitaleren Welt, hin zu einer globaleren Welt. Und auch Philip Morris ist ja mitten in einer sehr großen Transformation. Wir werden auch, ich glaube, Anfang nächster Woche noch einen sehr spannenden Podcast dazu veröffentlichen, wo wir dann nochmal sehr im Detail darüber sprechen. Aber was sind denn aus deiner Sicht oder gibt es überhaupt Learnings, die ihr aus dieser Transformation für euch mitgenommen habt, die du am liebsten quasi unserer Gesellschaft weitergeben würdest? Also die man vielleicht für diese Situation, die wir in unserer Gesellschaft haben, da so ein bisschen nutzen könnte?
Also tatsächlich gibt es wahrscheinlich Parallelen. Wenn ich jetzt bei unserer Transformation anfange, wir gehen weg von den klassischen Zigaretten und wollen alle, die nicht aufhören, dazu bewegen, die erwachsenen Raucher zu alternativen Produkten hinzugehen. Wir machen das relativ radikal seit vielen Jahren. Dahin gehen unsere Werbemaßnahmen, dahin geht unser gesamtes Engagement, weil wir glauben, wir haben eben diese besseren Alternativen, die sollten wir auch anbieten. Wir nehmen dabei alle so ein bisschen mit, weil wir der Marktführer sind. Das heißt, den Wettbewerb, den Handel, alle müssen wir mittreiben. Und was wir sehen, ist, dass man natürlich da ganz viel erklären muss. Weil es ist ja nicht aus der Situation der Schwäche. Uns ging es jetzt nicht wirtschaftlich in irgendeiner Form schlecht, sondern wir haben in den letzten Jahren gesellschaftlich für uns erkannt, dass eine Entwicklung sich vollzieht und dass wir uns auch fragen sollten, ist unser Geschäftsmodell so mit einem Produkt, das gefährlich ist, noch zukunftsträchtig, und haben uns vor 15 Jahren beschlossen, genau in die gegenteilige Richtung mal zu forschen und zu sagen, können wir nicht quasi den Genuss des Produkts noch anbieten, aber mit weniger Schadstoffen. Und das muss man erstmal erklären. Warum bringt man den ganzen Markt durcheinander in eine unsichere Zeit, wenn es einem doch eigentlich gut geht? Und das ist wahrscheinlich auch das, was man in der Politik machen muss. Es stehen jetzt so viele Veränderungen vor uns in der Gesellschaft, die schwer zu begreifen sind und die schwer zu erklären sind. Das heißt, viel zuhören, aufnehmen und sagen, dass manchmal auch diese Situation des Komforts und des sich Wohlfindens nicht die ist, die dann die Position der Stärke für die Zukunft ist. Gerade in einer Welt, die so komplex und so schnelllebig ist wie unsere. Und insofern würde ich sagen, zuhören ganz, ganz wichtig und dann nicht nur gegenreden, sondern auch versuchen, Ideen aufzunehmen, Fragen wirklich mit ernst zu nehmen. Und insofern ist das, glaube ich, so ein Aushandlungsprozess. Wir hatten ja im Vorgespräch ganz kurz gerade über Aushandlungsprozesse gesprochen. Auf den sollte man sich aktiv einlassen. Hat sich dadurch in der Arbeitsweise, wie ihr heute arbeitet, maßgeblich schon was verändert? Jetzt, wenn man jetzt mal sagt, ihr habt vor 15 Jahren angefangen mit der Transformation und jetzt mal vergleicht, wie ihr früher gearbeitet und heute arbeitet, ist das schon maßgeblich anders? Also wahrscheinlich radikal. Also vor 15 Jahren haben wir dann die Forscher losgeschickt und die haben so in ihrem luftleeren Raum so ein bisschen für sich Forschung betrieben. Mhm. Jetzt tatsächlich alles anders wurde, ich würde sagen vor 5 Jahren. Da haben wir die Produkte erstmals auf den Markt gebracht und haben gesehen, mit der Art und Weise, wie wir Vertrieb und Marketing machen, kommen wir nicht mehr weiter. Wir hatten ja bis dahin ein Produkt, das jeder kannte, das jeder verstanden hat, mit Marken, die so bekannt waren, dass man sie in der Werbung gar nicht mehr verwenden musste. Mhm. Jeder wusste anhand der Bildsprache, worum es geht. Und jetzt auf einmal hatten wir Produkte, die hat keiner verstanden, die gab es ja vorher noch gar nicht. Die musste man erklären, man musste neue Marken aufbauen, man musste neue Vertriebskanäle aufbauen, also auch hin von einem Einwegprodukt zu einem, das elektronisch betrieben wird. Mhm. Alles, was das auch an Themen wie Recycling, Rückholsysteme und so weiter aufwirft. Und von daher sind wir erstmal so losgerannt, haben gemerkt, irgendwie klappt so nicht. Und wir haben so ein bisschen die Lösung gefunden, auch wenn es immer noch ein Prozess ist und auch weiterhin ein Prozess sein wird, in den Instrumenten von Lean Startup. Also wirklich zu sagen, wo kann ich Hierarchien abbauen? Also was ist in der Organisation zu ändern? Wo kann ich mein Zuhören des Konsumenten besser mit einbeziehen? Also beispielsweise, indem ich im Consumer Journeys besser durchdenke. Oder wo habe ich ganz neue Kreativmethoden? Und da insgesamt war es eben die Aufgabe, unsere Strategieprozesse zu überarbeiten. Von früher sehr planbare, langfristige Strategieprozessen hin zu alles neu testen, alles neu versuchen und eventuell auch kurzfristig mal Sachen wieder komplett über den Haufen zu werfen. Okay, das heißt im Endeffekt, ihr habt euer Ohr ganz nah an verschiedenen Gruppen von Menschen, wo ihr zuhört, das heißt wahrscheinlich Menschen, die für euch arbeiten intern, die aus mit dem Kunden sprechen, mit den Kunden selbst, andere Player natürlich in Politik und Co. Ihr hört denen zu und überlegt euch dann, wie gehen wir damit um? Und dann probiert ihr was aus und versucht, geht's, was könnte man machen? Und schaut euch dann, wo ihr damit rauskommt, nehme ich an, ja? Und dann ist es der richtige Weg. Das heißt, ihr lernt im Endeffekt beim Tun, ob das jetzt so oder so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Ja, ich sage gern Corporate Zuhören, aber du hast eigentlich recht, es ist eher Corporate Learning. Also wie können wir das machen? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was war der
der kommerzielle Teil, also wie mussten wir Marketing und Vertrieb umdenken. Und das ist jetzt zum Beispiel, um es greifbarer zu machen, mit den Ressourcen, die wir auch hatten, hat man natürlich klassischerweise sehr ausführliche Marktforschung gemacht. Mhm. Ich glaube, man muss jetzt heute, und das haben wir eben aus der Lean Startup Welt gelernt, einen Entwicklungsprozess von einem Projekt in viel kleinere Teilbereiche machen und sicherstellen, hat man die richtigen Annahmen, um das Projekt überhaupt auf den Weg zu bringen. Und in der Regel, jetzt gerade vielleicht Manager, die ein bisschen erfahrener sind, haben natürlich auch das Gefühl, ganz viel zu wissen. Aber eigentlich müssen sie an allen Stellen sagen, habe ich die richtige oder falsche Annahme? Sollte ich nicht mal hinterfragen? Und dann ist es vielleicht nicht die ganz große Marktforschung, sondern der ganz kleine Test vor Ort, nur um sicherzustellen. Das ist jetzt sozusagen die kommerzielle Welt. Für uns an dieser Schnittstelle zu Politik, Medien und Gesellschaft ist es ganz besonders wichtig zu verstehen, was Vorbehalte sind. Uns ist ganz wichtig zum Beispiel, dass neue Produkte, die wir auf den Markt bringen, nicht neue Konsumentengruppen ansprechen. Die sind nur für erwachsene Raucher, die eben nicht aufhören. Das können wir uns im Vorfeld gut überlegen, das haben wir natürlich. Aber dann gilt es eben genau auf Regulierer, auf Politik, auch im Diskurs mit Medienverbrauchergruppen zu sagen, wie können wir das sicherstellen? Was sind die öffentlichen Zahlen, die man beispielsweise nehmen kann, um das über die Zeit zu ermitteln? Was sind aber auch eigene Studien, die wir machen können? Und wann sollten wir die immer wieder vorlegen? Weil wir haben ja hier ein gleiches Interesse. Aber vielleicht geht es dem Regulierer der Öffentlichkeit noch um ein bisschen mehr. Die wollen noch ein bisschen mehr verstehen. Das heißt, tatsächlich hinzugehen und zu sagen, neue Produkte, eine Transformation wirft neue Fragen auf, haben wir alle tatsächlich mitbedacht, schon bei der Entwicklung. Können wir das dann absichern bei der Markteinführung? Und was hätten wir eigentlich für Möglichkeiten, um kurzfristig auch nachzujustieren, wenn wir irgendwo doch auf dem falschen Weg waren? Und ich glaube, in so einem turbulenten Markt, in den letzten Jahren gab es auch ganz neue Markteintritte. Das ist in vielen Industrien super spannend. In einer Industrie wie unserer, die eben auch Risiken hat mit Produkten, mit denen man verantwortungsvoll umgehen muss, haben wir natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung zu sagen, wo muss man eben auch für eine Kategorie Standards definieren und setzen, damit wir eben keine negativen Auswirkungen haben. Eben zum Beispiel auf die Gruppe, die im Gesundheitsschutz ganz besonders wichtig ist, Kinder und Jugendliche, die gar nicht erst anfangen sollen. Und insofern, ja, es ist das Lernen, das Diskutieren, das Gucken, wo sind eigentlich, wo kommen alte Gesetze an die Grenzen der Innovation. Das gilt für alle Unternehmen, ob ich jetzt einen E-Roller habe oder ein Elektroauto. Vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, als Gesetze geschrieben wurden, gab es die noch nicht. Also auch diesen Prozess zu begleiten, das ist was wir natürlich tun müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass auf der einen Seite ist es ja auch total spannend, oder? Mhm. Also irgendwie das auch festzustellen und das zu hören, die Perspektiven von anderen auch wahrzunehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal ziemlich anstrengend sein kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Perspektiven, die man vielleicht mal nicht bedacht hat, plötzlich auf dem Tisch liegen, wo man sich die Frage stellt, und jetzt? Passt das überhaupt zu dem, was wir hier vorhaben? Kriegen wir das jetzt überhaupt unter einen Hut? Ja. Wenn wir über Optimismus und Pessimismus auch als Gegenpol dazu sprechen, ja, diese Hürde dann erstmal zu sehen und wahrzunehmen und zu sagen, oh, und jetzt, wie gehen wir denn damit um? Und ich denke, dass dieser Prozess wahrscheinlich dann dieses Erklären unheimlich viel Aufwand bedeutet, eben dann auch die zu gewinnen, die sagen, okay, dann müssen wir da jetzt ran. Dann tun wir es. Also dann ändern wir das jetzt miteinander vielleicht sogar. Ja. Ja, und ich glaube da, also man kann ja viel erzählen von, man hört zu als Unternehmen und man lernt und man ist im Kontakt mit Verbraucherschutzgruppen und der Politik. Aber tatsächlich, wenn es dann an so grundlegende Sachen geht, dann sieht man auch im Unternehmen, ist tatsächlich da diese Bereitschaft, mit den gesellschaftlichen Erwartungen hin halt auch eine Transformation zu machen. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten Firmen gesehen, die gerade in der Corona-Krise, in der ja nochmal mehr Komplexität obendrauf kam zu all dem, was an Digitalisierung und so weiter schon komplex ist, dann tatsächlich gemerkt haben, die Gesellschaft geht hier in eine komplett andere Richtung. Es wird aber teuer. Ich versuch's mal. Und dann wird richtig auf die Nase gefallen sind. Das wichtige Thema Nachhaltigkeit momentan tatsächlich
ja so sehr in den also kein Agenda 1 Thema mehr. Ja, eine Transformation wie unsere ist natürlich gesundheitspolitisch eine, die ganz bestimmt jetzt immer wünschenswerter wird und deswegen auch immer mehr Akzeptanz findet. Aber am Ende des Tages müssen wir die natürlich auch unter ökologischen Gesichtspunkten mitdenken. Und da ist dann zum Beispiel vielleicht so eine Rückmeldung von einer Organisation in der Richtung eine, bei der man sagt, Mist, das Problem haben wir noch nicht bedacht. Insofern glaube ich, dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir den schmerzhaften Weg, wir versuchen die Lösung zu finden, die zeichnet tatsächlich am Ende ein Unternehmen aus, das wirklich zuhören möchte, das wirklich mit der Gesellschaft mitgehen möchte, auch wenn es zwischendurch wehtut oder kostet. Ja, vor allem, du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, weil ihr wart vor 15 Jahren in einer Situation, wo es euch wirtschaftlich sehr gut ging und es gab eigentlich keinen dringenden Grund, dass ihr jetzt mit dieser Transformation angefangen habt. Also ihr hättet natürlich so weitermachen können wie bisher. Und wir sind gerade, glaube ich, gesellschaftlich in einer ganz, ganz ähnlichen Situation, wenn man jetzt mal Corona so ein bisschen ausblendet. Die Themen, die uns davor jeden Tag beschäftigt haben, waren Klima- und Umweltthemen. Und da sind wir auch an dem Punkt, dass wir, naja, wir könnten jetzt die Augen verschließen vor dem, was in 10, 20, 30, 40 Jahren kommt. Und einfach so weitermachen wie bisher, aber dann kommt eben die große Retourkutsche relativ bald auf uns zu. Oder aber wir fangen jetzt an und wir nehmen dieses Thema ernst und suchen Lösungen dafür in ganz vielen Bereichen und vermeiden diese negativen Auswirkungen. Eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Situation wie bei euch damals. Ja, hast du recht. Also es wäre jetzt einfach und jetzt gerade in so Phasen, wie wir sie diskutiert haben, was wir auch in unserer Studie sehen, die eben wirklich so maximal komplex sind. Alle Teilsysteme der Gesellschaft sind an sich so komplex und machen eben viel. Wir könnten uns da jetzt auf die naheliegendsten ausruhen und sagen, dann lösen wir jetzt das Problem, was jetzt nächste Woche ansteht oder vielleicht noch in einem Jahr. Aber tatsächlich fliegt es uns dann irgendwann um die Ohren. Ich glaube, wir haben auch das Thema, das passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, dieser Umgang mit dem Thema Prävention, jetzt bei Corona. Wenn wir jetzt kritische Stimmen hören, ob tatsächlich der Lockdown in Deutschland notwendig war, weil so schlimm war es doch gar nicht. Die Kliniken waren ja nie tatsächlich überfordert. Ja, dieses Abstrakte, wir haben tatsächlich vielleicht durch eine gute Politik und durch eine verantwortungsvolle Gesellschaft es geschafft, es zu verhindern. Aber deswegen dürfen wir jetzt nicht nachlassen, ist natürlich eins, das erstmal unbequem ist. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch die Konferenz jetzt heute so spannend, weil wir eben sagen, nee, es tut zwischendurch weh und wir müssen uns den schwierigen Fragen stellen und wir müssen überlegen, was ist in der nächsten Generation und wie können wir den Weg dahin ebnen? Wo können wir vielleicht Sachen abschichten? Und ich würde jetzt für uns als Vertreterin der Wirtschaft sagen, wo können wir auch gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. Also wenn die Welt komplexer wird und zum Beispiel die Digitalisierung ein Thema ist, das den Menschen gerade vor allem Angst macht, bei dem sie aber gleichzeitig sagen, es geht auch alles viel zu langsam, dann müssen wir als Wirtschaft uns den Schuh schon auch anziehen. Weil wir haben in unseren Firmen Digitalisierungsaufgaben, wir haben hier Weiterbildungsaufgaben in Richtung unserer Mitarbeiter. Und wir können jetzt eben abwarten, bis die Politik was macht oder wir können eher mit der Politik am Tisch sitzen und sagen, wie gehen wir es zusammen an oder welches Gremium berufen wir, sich damit zu beschäftigen und dann den Weg zu ebnen für Lösungen. Aber es ist natürlich alles sehr schwierig und komplex. Absolut, ja. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen oder du hast kurz darüber gesprochen. Die Menschen fühlen sich nicht abgeholt von der Politik in großem Maße. Hast du denn Ideen, auch vielleicht aus der Studie Erkenntnisse, was die Politik machen könnte, um da wieder so ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen oder auch Wahrnehmung zu schaffen für das, was sie tun? Es ist ja nicht so, dass Politik grundsätzlich nichts tut und sich nicht einsetzt, aber vielleicht vergessen die hier und da einfach mal, das vernünftig zu kommunizieren. Also die größte Herausforderung für die Politik ist wahrscheinlich tatsächlich, dieses Paradoxon aufzulösen. Also die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit dass sehr stark Haltung genommen wird und eine Position einbezogen wird. Und gleichzeitig das Thema, wie kann man Kompromisse finden. Vielleicht geht es also auch da wieder ums Erklären. Wie kann ich als Politiker, als Einzelpolitiker, aber eben auch als Partei erklären, dass ich manchmal bei einem Thema einen absolut harten und
nicht kompromissbereiten Weg habe und eine Haltung habe, die mir wichtig ist, die mich auch definiert. Und wo sind daneben Themen, bei denen ich im Einklang mit dem, was die Gesellschaft erwartet, eben auch Kompromisse mache? Und was sind die dahinterliegenden Prozesse? Wir haben tatsächlich in der Studie gesehen, dass die politischen Prozesse sehr wenig erkannt werden und gekannt werden. Dass eben nicht verstanden wird, warum sagt ein Parteienmitglied in Regierungsverantwortung mal was anderes als der, der die Fraktion, also dass die Parlamentsmitglieder quasi eher vertritt, weil da teilweise die Rollen gar nicht genau verstanden werden. Das heißt, hier viel zu erklären, teilweise auch sehr am Tagesablauf der Politik. Also wir dürfen jetzt natürlich Politik sehr nah begleiten und sind auch alle Politik-Nerds und lesen viel Zeitungen und kriegen mit, dass da wahnsinnig viel passiert. Das ist ein 24-7-Job ist. Und die Frage ist, wie kann man das begreifbar und erklärbar machen? Wir haben viel das Thema Authentizität. Habe ich tatsächlich Haltung? Was sind die Themen, wo ich Haltung besonders zeige? Und wo bin ich vor allem eben aber auch mal großzügig? Also scheinbar sind die vielen kleinen Zankereien sowohl innerhalb einer Partei als auch zwischen Parteien etwas, was die Menschen aufreibt und was sie eher irritiert, weil sie sich da so ein bisschen Ruhe und Beständigkeit suchen. Und dann würde ich vielleicht aber eben auch sagen, wir als Wirtschaftsvertreter, wir sind ja dankbar für eine Demokratie, die funktioniert. Wir als internationales Unternehmen noch schätzen sehr auch eine von Vielfalt und Diversität geprägte Gesellschaft, eine liberale Demokratie. Wir haben natürlich auch eine Rolle zu spielen. Also ich glaube, in den letzten Jahren war es auch vielfach zu sehen, dass Wirtschaftsvertreter mit in den Singsagen dieses Politikbashings, der Medienschelte mit eingeklungen sind, obwohl wir es doch eigentlich besser wissen müssten. Insofern sollten auch wir in der Wirtschaft vielleicht hier und da konstruktiver überlegen und eher zukunftsmäßig überlegen, wo kann man Probleme gemeinsam angehen, als jetzt immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Vorhin schon mal kurz über die AfD gesprochen. Wir haben natürlich in den letzten Jahren so dieses Phänomen des Protestwählertums auch festgestellt. Also Leute, die jetzt gar nicht mal unbedingt der AfD folgen oder rechts sind oder beides, sondern wirklich Leute, die einfach nur ein Zeichen setzen wollen, indem sie ihre Stimme eben so einer Partei geben. Habt ihr in der Studie vielleicht auch Erkenntnisse darüber gefunden, ob dieser Trend wieder ein bisschen abgenommen hat, dass die Leute wieder realisieren, naja, dieses Protestwählen bringt gar nichts und macht die Sache vielleicht nur noch schlimmer? Wir müssen jetzt auf den zweiten Studien, also wir haben jetzt, heute fängt der zweite quasi quantitative Teil ein. Da werden wir in anderthalb Monaten dann die Ergebnisse haben. Dann wäre es interessant, den Verlauf zu sehen. Was, glaube ich, wichtig ist, wenn wir diese Gruppen der sehr Ängstlichen uns anschauen und auch derer, die eben schon in radikalen Bereichen angeschaut sind. Ich glaube, da die Tür nicht zumachen, ist ganz wichtig. Ich persönlich kann jetzt dieses Geschenk wählen zu dürfen nicht verstehen, wie man es aus Protest irgendwie quasi nicht richtig nutzt. Aber da sind ja ganz bestimmt sehr konkrete Gedanken und Ängste dahinter. Und da haben wir eben als Gesellschaft auch eine Aufgabe, die aufzunehmen und ernst zu nehmen. Es gibt gerade einen offenen Brief von 150 Intellektuellen aus Amerika, die sagen, wir wollen eine liberale Welt, aber sind wir Liberale eigentlich noch tatsächlich offen und tolerant gewesen oder sind wir nicht auch in unseren Diskursen in den letzten Monaten und Jahren verengt? Haben wir uns mal wirklich mit an den Tisch gesetzt? Haben wir mal nachgefragt, warum jemand das Gefühl hatte, er musste protestieren? Insofern, also im Verlauf müssen wir uns das angucken im nächsten Teil der Studie. Aber was wir eben sehen, ist, dass es eben viele Fragen gibt und viele Ängste und dass wir die auf jeden Fall adressieren sollten, angehen sollten und das vielleicht nicht so zugesputzt, sondern eher in einem konsensualen Vorgehen. Genau, es wird noch einen zweiten Teil der Studie geben und der wird natürlich auch ein Stück weit geprägt sein von der Zeit, in der wir gerade leben, nämlich der Zeit der Pandemie. Hast du denn so eine persönliche Prognose, so einen persönlichen Eindruck, inwieweit diese Zeit, diese Pandemie, dieses Virus einen Einfluss auf eure Ergebnisse haben wird?
Also nur von den Ursprungsergebnissen wahrscheinlich das eigene Zuhause als Insel sehen. Das wird wahrscheinlich sich noch verstärkt sehen. Und wir hatten in verschiedenen Gruppen so ein paar Leuchttürme, was das Thema Vertrauen angeht. Also im Medienbereich hatten wir teilweise ganz interessante Entwicklungen, die ich ganz bedauerlich finde, dass Nachrichtenaufnahme beispielsweise nicht mehr über die klassischen Nachrichten erfolgt, sondern über tatsächliche WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, die natürlich eine sehr starke Filterung und in der Filterblase passieren. Hier hatten wir aber gesehen, dass eben mit Aufkommen der Pandemie tatsächlich so Marken wie die Tagesschau wieder eine ganz große Bedeutung gehabt haben. Ich denke, das Gleiche werden wir im wissenschaftlichen Raum sehen, zu sagen, das RKI ist so eine Instanz, da holt man sich jetzt Rat oder auch vielleicht einzelne Persönlichkeiten wie jetzt ein Professor Drosten. Ansonsten müssen wir so ein bisschen abwarten, wie sich es weiterentwickelt. Aber insgesamt hat die Pandemie Auswirkungen. Momentan in dem Positiven, die Regierung macht's gut. Und spannend wird es dann, wie gesagt, im nächsten Jahr zu sehen, geht es dann weniger um das Konstruktive als eher um das Kritische, in welche Richtung dann es im Worst Case kippen könnte. Ich habe gestern einen sehr interessanten Podcast gehört von Matze Hielscher bei Hotel Matze. Der hatte Professor Dr. Rosa, einen Soziologen, zu Gast. Und die haben unter anderem darüber gesprochen, dass eben durch die aktuelle Situation wir alle so ein bisschen ja mehr zentrischer um den Umkreis unseres Zuhauses uns bewegen. Und wir eben das viel bewusster wahrnehmen und teilweise schon überfordert damit sind, über diese Grenzen des eigenen Umfelds hinauszudenken, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind. Und gleichzeitig gibt's Leute, die heute noch viel mehr unterwegs sind, als sie es davor waren, aber halt virtuell. Also die sind vormittags per Call in den USA, dann sind sie irgendwie am Nachmittag wo ganz woanders, dann sind sie wieder irgendwo und reisen quer durch Deutschland in verschiedensten Calls. Also sind quasi an ihrem Schreibtisch, aber konstant unterwegs und müssen sich aber natürlich, und das ändert sich ja nicht nur, dass es virtuell ist, sondern sie müssen sich ja jedes Mal wieder aufs Neue, auf eine andere Gruppe an Menschen einstellen, auf ein neues Thema einstellen, auf ein neues Umfeld einstellen, auf eine andere Art und Weise der Kommunikation einstellen. Und das macht das Ganze eigentlich noch viel komplexer, während ich vielleicht davor eine Stunde Anreise hatte und dann konnte ich mich so langsam darauf vorbereiten. Nee, die fällt weg, weil ich springe direkt in den nächsten Call. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz interessant, dann mal zu sehen, ob ihr das zum Beispiel auch in eurer Studie seht, dass die Menschen so ein bisschen ja wieder mehr in ihrem Umfeld sind und gleichzeitig vielleicht auch so eine gewisse, ja, ich glaube am Ende des Tages auch so ein durchaus spannendes Thema, aber vielleicht nicht für eure Studie, sondern generell, ob nicht auch eine Burnout-Gefahr durchaus dadurch steigen kann, wenn einfach die Komplexität zunimmt, weil Reisen ist das eine, das ist vielleicht auch anstrengend, aber wenn ich so eine wahnsinnige Komplexität komprimiert auf einen Tag habe, dann überfordert uns das sicherlich auch. Ich glaube schon, also es stresst, ja. Also es führt ja zu Stress und die Frage ist, wie gehe ich selbst mit Stress um? Ja? Und die Frage ist, was stresst mich denn alles? Und vielleicht nicht zu wissen, was ist richtig, was ist falsch, stresst mich schon, ja. Oder wie soll es denn morgen weitergehen, stresst mich schon. Oder. Und ich meine, das sind ja alles so Stressfaktoren. Und ich glaube, die machen am Ende auch Zuhören schwierig. Also wenn es ja darum geht, was du beschrieben hast, was ihr in der Studie gemacht habt, also verschiedenen Menschen zugehört, ja, also überhaupt mal zuzuhören, die Perspektive wahrzunehmen, aufzunehmen, ohne sie vielleicht ohne sie zu bewerten und zu verurteilen oder beurteilen, ist ja schon, also und das merke ich auch an mir selbst, ich kann das dann sehr gut, wenn ich entspannt bin. Ich kann das dann sehr gut, wenn ich resilient bin. Ja, und wenn ich gestresst bin, kann ich es auch nicht mehr. Dann habe ich meinen Tunnel, meine Agenda, muss schauen, wie ich meine Sachen gerade noch wegkriege und dann habe ich auch keinen Platz mehr für andere Sachen. Habt ihr irgendwie in der Studie auch irgendwie sowas in der, also habt ihr sowas auch betrachtet oder ist das jetzt
erstmal außen vor im Moment? Das wäre jetzt wahrscheinlich fürs nächste ganz, für die nächste Runde ganz spannend. Also tatsächlich wollen wir mehr beleuchten, diese Einheit zu Hause, weil die sich jetzt eben gerade so radikal verändert. Also jetzt, wenn man gerade, ihr habt es jetzt gerade angesprochen, diese teilweise Überlastung und das vor dem Zeichen einer Pandemie, bei dem wir ja alle erstmal so da waren. Was? Pandemie? Virus? Das ist ja irgendwie so Science-Fiction-mäßig. Und dann eben die Arbeitsabläufe, die sich geändert haben. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Früher das Reisen, mal kurz irgendwie diese Stunde im Flugzeug, Kopfhörer drauf, Podcast und dann wieder einsteigen auf den nächsten Termin, was einem jetzt flöten geht, auf einmal irgendwie 12 Stunden radikal auf diesen Bildschirm die ganze Zeit gucken. Also wir müssen, glaube ich, tatsächlich hingucken und auch da wieder, wo sind dann die Welten so unterschiedlich? Also wir haben ja das Klassische gehabt in der Vergangenheit, der Menschen, die in ihrem Raum waren und in ihrer Örtlichkeit und sehr regional und die gar nicht glauben konnten, dass man eben sehr viel unterwegs ist in der Welt, von hier nach da reist und die sich das auch wahnsinnig anstrengend vorgestellt haben. Und jetzt ist die Frage, was ist die neue Normalität bis hin zu in den Unternehmen Homeoffice. Jetzt haben wir alle Homeoffice gemacht und es war für ganz viele, gerade in dieser Anspannung auch vielleicht Familien zu managen, wahnsinnig anstrengend, aber es hatte ja auch so positive Aspekte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendein Unternehmen zurückgehen kann zu 5 Tage die Woche muss man im Büro sein. Auch das ist ein Aushandlungsprozess wieder, wo man in die Diskussion gehen muss und sagen muss, was ist eine gute Lösung, was gibt Flexibilität und was wird all den unterschiedlichen Anforderungen, die vielleicht unterschiedliche Lebensentwürfe auch ausmachen, was wird all denen gerecht und wie kriege ich trotzdem noch meine Arbeit sortiert? Also insofern, ganz bestimmt haben wir in der nächsten Studie wieder neue Erkenntnisse, aber wahrscheinlich auch noch viele Fragen, die offen bleiben. Super. Ja, danke dir für die ganzen Einblicke. Jetzt hast du gerade schon mir das perfekte Stichwort gegeben, um mal kurz unser Thema, übrigens unser, das ist quasi eine Weltpremiere. Ich verrate das 48 World Thema 2021, weil es gerade so schön passt. Es wird nämlich Resilience and Love sein. Mehr dazu gibt es dann so in ja, 2 Wochen wahrscheinlich. Genau, aber ich glaube, es wird sehr spannend sein zu sehen, was ihr in den nächsten Wochen herausfindet und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann, wenn ihr die Ergebnisse habt, dann nochmal drüber diskutieren können und das Ganze nochmal genauer betrachten können und dann vielleicht, ja, vielleicht sogar noch ein paar mehr Leute hier einladen dürfen, weil es dann wieder erlaubt ist.